Hallo und herzlich willkommen bei Werklos. Leider haben wir nicht die verfügbaren finanziellen Mittel, um die FSK zu bestechen, deswegen startet unser Film ohne Altersfreigabe, ist allerdings nicht weiter schlimm, denn aus reiner Nächstenliebe haben wir ein paar Punkte für Sie zusammengestellt, mit denen Sie unseren Film möglichst problemlos genießen können. Das wären unter anderem Punkt Nummer 1, seien Sie 16 Jahre oder älter. Im Film fallen einfach ein paar Kraftausdrücke und ja, es gibt auch Tote zu beklagen, aber mit 16 weiß man eigentlich schon, was bedeutet und höchstwahrscheinlich hat man auch schon einmal und das aber herausgezogen und deswegen ist 16 ein ganz ordentliches Alter. Punkt Nummer 2. Schwarzer Humor ist wie Nahrung. Die einen haben es und die anderen nicht. Trotzdem sollten Sie welchen mitbringen, denn ansonsten könnte Ihnen an manchen Stellen des Films das Lachen mehr oder weniger am Halse stecken bleiben. Punkt Nummer 3, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, seien Sie kein religiöser Fanatiker. Wenn es Ihnen irgendwie ernst ist mit Jesus, Gott, Buddha, Bibel, Scientology und dem ganzen Blödsinn, lassen Sie es. Stehen Sie jetzt auf und gehen Sie. Punkt Nummer 4. Im Film gibt es ein paar Anspielungen und Gags auf Fernsehsendungen, die so oder in dieser Form nicht mehr im Fernsehen existieren. Ändert allerdings nichts am Prinzip des Films. Fragen Sie sich doch einfach, was läuft denn jetzt stattdessen und ist es denn jetzt wirklich besser? Und Punkt Nummer 5 und wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen, seien Sie Engländer. Die Engländer sind nämlich selber bekannt für ihre fiesen Späße und bösen Zoten und nehmen alles mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor. Müssen sie ja auch, denn wie wir alle wissen, wurden die Engländer schon einmal zum hässlichsten Volk der Welt gekürt. Was bleibt ihnen also anders übrig, außer gleich morgens beim Blick in den Spiegel alles mit Humor zu nehmen? Viel Spaß! Warum in aller Welt nennt sich ein Film selbst wertlos? Man könnte jetzt natürlich locker davon ausgehen, dass damit auf Manfred von Ardens Vermächtnis angespielt wird, das mir hier zu Füßen liegt. Damit würden wir zwar schon in die richtige Richtung tendieren, den Nagel allerdings nicht vollends auf den Kopf treffen. Auch wenn das hier dargebotene Bild ziemlich gut passt. Denn wenn man sich mal auf der Straße umhört und den meisten Menschen auch noch Glauben schenken darf, dann empfangen wir über unseren rechteckigen Freund hier seit geraumer Zeit nichts anderes mehr als Müll. Vergiss es. Boah. Da fehlt mir die Worte dafür. Schreckliche Filme. Lass uns schon schalachalasala. Sala. Die Öffentlich-Rechtlichen sind scheiße, kostet nur Geld und kommt nur ein Scheiß. Ich muss gerade abwägen, was ich sagen kann, ohne mich schämen zu müssen. Langweilig. Tja, da habt ihr's. Anscheinend trauen uns die Fernsehsender nur noch hirnverbrannten Schwachfug zu. Dies wollte ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Und so beschloss ich, wenigstens eine sehenswerte Sendung im deutschen Fernsehprogramm Dschungel ausfindig zu machen. Und ich wusste auch schon ganz genau, wo ich danach suchen würde. In der guten alten Fernsehzeitschrift. I said,
Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. I walk down the street, concrete jungle is so deep. There's so much pressure pulling me down that I can hardly move my feet. But people say words and... Als Steuerzahler in Deutschland war ich Niederlagen Gott sei Dank gewöhnt, so dass Aufgeben für mich absolut keine Option darstellte. Ich brauchte für mein Vorhaben einfach nur etwas tatkräftige Unterstützung. Und da kam für mich sowieso nur eine einzige Person in Frage. Yes, I've been cheated, oh, I've been mistreated. Yes, I've been down, wow, wow, down to the ground, wow, 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 wow. And I've been hurt, oh, I've lost my shirt. And I've been beaten, oh, I've been caught cheating. Oh, I might look alright today, but it hasn't always been this way. You better believe me, oh, I've had the blues. Yes, I've been here, and I've been sad. Das ist Alex. Alex stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Und er hatte für die meisten Situationen auch immer einen passenden Plan auf Lager. Diese würden allerdings viel besser funktionieren, wenn er nicht ständig betrunken wäre. So wie damals, als wir versucht haben, mit einer Schadensersatzklage das ganz große Geld zu machen. Also, wir machen das, wie du es gesagt hast. Ich schlendere ein bisschen über den Parkplatz und du brüllst irgendwann Risiko. Risiko ist mein Stichwort. Sobald du Risiko gebrüllt hast, strecke ich ein Bein aus, du gibst Gas und fährst mir voll über den Fuß. Und wir verklagen die Autofirma, weil wir behaupten, die Bremsen hätten nicht funktioniert. Aber du darfst nicht schneller als 30 fahren, okay? Alles klar, dann los. Und vergiss nicht, Risiko zu brüllen. Hold on, I'll take a couple of shots too. Give me a beer, give me a beer, give me a beer. Cause it's the only way I can do what I gotta do. Cause I'm a man. Ich beschloss trotzdem, mir seine Meinung zum Thema Fernsehprogramm zumindest einmal anzuhören. Glaubst du, wenn Außerirdische unsere Fernsehsatelliten anzapfen würden, was würden die von uns denken? Naja, so ganz Unrecht hat er ja nicht. Trotzdem war ich damit meinem Ziel nicht wirklich näher gekommen. Und so beschloss ich erst einmal weiterzuziehen und als nächstes meinem guten Freund Kim einen Besuch abzustatten. Schalach. Asanchal Schalach. Schalach Schalach. Asanchal Schalach. Asanchal Schalach. Hala, Nasa, Nasa, Sarahala, Nasarshala, Shlahala, Sara, Halem Selah. Halem. Hello. Yes, I've been used, I've been abused. Yes, I've been tossed, and I have lost. And I've been fined, I've been to time, and I have ached. Ein Fernsehmarathon. Fernsehmarathon?
Ja, ein Fernsehmarathon. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jetzt nicht! Ja, 39 Kanäle. Wenn du da die passende Sendung nicht findest, findest du sie nie. Garantiert. Bingo. Ganz anders als der Integrationspreis für Bushido war Kims Idee ein absoluter Volltreffer. Und ich beschloss, mich dieser Herausforderung zu stellen. Er übergab mir noch eine Liste mit Utensilien, die ich seiner Meinung nach für solch einen Fernsehmarathon dringend benötigen würde. Auf dieser Liste waren unter anderem vertreten Pizza, Energy Drinks, eine Pistole für den Notfall, Kaffeepads, ein Brecheimer und, sollte mein Vorhaben von Erfolg gekrönt sein, Tischfeuerwerk. Die Kamera sollte mich während des gesamten Marathons begleiten, um der Nachwelt etwas zu hinterlassen, so Kim. Aber so wie ich ihn kannte, wollte er sich hinterher einfach nur an meinem körperlichen und geistigen Zerfall ergötzen. Nachdem ich dann noch alle Termine abgesagt und mir eine Woche freigenommen hatte, konnten die Spiele offiziell beginnen. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha d'origine cubaine est un mambo que l'on joue sur un rythme lent. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Le va-et-vient. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Nous commençons par l'étude du pas de base, le va-et-vient. Ziemlich langweilig mittlerweile, weil immer dasselbe kommt und ich bin froh, wenn ich wieder arbeiten kann und mir die Scheiße nicht mehr angucken muss. Ja gut, es gibt viele sinnlose Sender, so wie WDR oder so, was ich ja noch nie geguckt habe, aber Sat.1 würde ich weggeben, weil Sat.1 ist total sinnlos, da kommt gar nichts Gescheites. Nicht mal mehr Fußball kommt da, also den kann man echt kicken. Kein Bock drauf. Ich glaube, das verdummt die Leute tatsächlich etwas, weil eigentlich nur Käse kommt. Und wer sich das als junger Mensch anguckt, der kann ich nur denken, sag mal, die sind alle bescheuert irgendwie. Also da kommt halt wenig raus, was die Leute mal dazu bringt, irgendwie tatsächlich nachzudenken und zu reflektieren. Wenn man einfach immer nur irgendwelchen Idioten zuguckt auf RTL, was die den ganzen Tag tun. Und das ist halt alles dann noch unecht, aber die Leute glauben, es wäre echt. Und es ist halt einfach alles gestellt. Wir wünschen uns alle ein deutlich besseres deutsches Fernsehen. Das wäre schön, wenn das machbar wäre. Thank you.
tell you a tale about the treasure of my ass. In a tavern restroom, Joe Tumal drills a hole. I'm a walking corpse, he said. With nine fingers left, Joe Tumal thinks. Jim Carlo may I say, goes to jail after a tip off. And everybody knows. Of the tavern, salivate like Pablo's dog. But I'm a Jeffrey man. I've seen that face before. Also ich lese ja gern die Bild, weil... Hallo? Hallo? Hey! Ja, weil ich bin ja ein interessierter Bürger. Und deswegen möchte ich auch uniformiert bleiben. Informiert. Und außerdem zählt bei mir eh nur die Wahrheit. Und deswegen gibt's für mich eigentlich nur die Bild. Ja, vier Buchstaben Bild. Entschuldigen Sie? Haben Sie gerade das in die Hose gepisst? Oh. Aufgepasst! Zeige jetzt all deinen Freunden, wie stark du dich für Menschen in Not interessierst und hol dir jetzt die coolen neuen dritte Welt-Wallpaper auf dein Handy. Sende einfach eine SMS mit ELEND an die 333-999. Einfach ELEND an 333-999 und schon bekommst du eins von insgesamt vier coolen Motiven direkt auf dein Handy geschickt. Kim hatte absolut recht. Wir mussten der Nachwelt etwas hinterlassen. Und wenn uns Deutschlands aktivstes Ehrenamt, die RAF, etwas gelehrt hatte, dann das Reden ohne Handeln Unrecht ist. Und deshalb trommelten wir den gesamten Freundeskreis zusammen und verarbeiteten die extremsten Erlebnisse des Fernsehmarathons in einem Kurzfilm, um die Leute auf die Problematik aufmerksam zu machen. Und um möglichst viele Menschen zu erreichen, übergaben wir ihn letztendlich dem Jesus unserer Generation, dem Internet. Die sich immer alle stellen, ist natürlich, woher nehmen die Leute für solche Sachen? Da macht doch keiner freiwillig mit. Jemand, der sich dort freiwillig anmeldet, der muss so hilflos und willenlos sein wie ein Jugendlicher, der sein Smartphone verloren hat. Hallo. Hey. Hey, Kevin. Kevin, hi. Ich bin's, Alex. Hey. Hallo. Ich, Alex, du, Kevin. Alex, Kevin. Hallo. Hey. Hallo. Keine Chance. Seitdem er sein Smartphone verloren hat, ist er völlig orientierungslos. Wenn du dem erzählen würdest, der würde vom Mond kommen, der würde sogar glauben. Ja, super. Was machen wir jetzt?
Das nimmt er dir nie ab. Abwarten. Seid ihr sicher, dass das klappt? Klar, du musst nur die Arme ausbreiten und springen. Und schon fliegst du. Ganz sicher? Natürlich, alle Menschen können fliegen. Okay. Nee, so vorbei kann er nicht sein. Im Grunde ist es ja ganz einfach. Sie ist blond, sie ist deutsch und sie erobert die Welt im Fluge. Wissen Sie, wem das gefallen hätte? Genau. Und was der gut gefunden hätte, kann unterm Strich einfach nicht gut für uns sein. Respekt. Also wenn das meine Sendung wäre, könnte ich da nicht so ruhig bleiben. Haben Sie schon mal gesehen, was da für Leute anrufen? Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ein bisschen Werbung muss sein, klar. Und wir machen auch direkt weiter mit unserem nächsten Anrufer. Unser Thema nach wie vor heute gewisse Vorlieben. Und wen dürfen wir denn jetzt begrüßen? Ja, hi, hier spricht Jens. Hallo Jens. Ja, ich würde euch gern von meiner Vorliebe erzählen. Ja klar, schieß einfach mal drauf los. Wir hören also, ich habe eine ganz spezielle Vorliebe. Ich gehe nämlich einmal im Monat zu meinem Lieblingsmetzger und dort kaufe ich mir dann 60 Kilo Hackfleisch. 60 Kilo? Und das Hackfleisch, das nehme ich dann mit nach Hause und kipp alles erstmal in mein Schlafzimmer. Das Hackfleisch kommt ins Schlafzimmer? Genau. Ah ja, okay, ja. Und dann forme ich mir aus dem Hackfleisch eine Frau. Du formst eine Frau aus dem Hackfleisch? Genau. Ah ja, okay. Ja, und wie geht's dann weiter? Ja, dann habe ich Sex mit dem Hackfleisch. Also wenn es überhaupt jemals einen geeigneten Grund oder einen richtigen Zeitpunkt gegeben hat, um Berlin zu bombardieren, dann jetzt. Hitler, Aufstieg des Bösen, Hitler und die Frauen, Hitler und seine Scherben, Hitler, Führer und Verführer, Hitler und die jungen Wilden. Ich dachte auch immer, das N in NTV steht für Nachrichten, aber... Schön, mir doch egal. Ich werde trotzdem nicht mit dem Kerl reden. Die Sendung läuft, wir sind live auf Sendung. Na und? Dann beschwer dich bei der Produktion. Ich werde nicht mit dem Typ reden. Fabian, was soll denn das jetzt? Hallo, hast du was nicht mitbekommen? Der Typ treibt mit Hackfleisch. Und nach dem Sex esse ich es auf. Man führt übergewichtige Menschen auf Partnersuche dem Publikum vor und nennt das Ganze dann schwer verliebt? Und alle sind jetzt damit einverstanden? Ich meine, wenn das Niveau überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann halte ich mich doch mit meinen TV-Vorschlägen auch nicht mehr zurück. Ich habe doch auch Ideen für TV-Sendungen, so ist es ja nicht, ne? Hier, gucken Sie mal, Inzest, Familien unter sich, wie wär's denn damit? Oder hier, 14 und immer noch Jungfrau. Oder das kriege ich auf jeden Fall durch. Abtreibung in vier Wänden. Es soll ja immer noch Eltern geben, die ihre Kinder ab 20 Uhr ins Bett schicken, weil sie der Meinung sind, dass das, was nach 20 Uhr im Fernsehen kommt, nichts mehr für Kinderaugen und Kinderohren ist. Ne? Aber auch die Sorte Eltern können wir beruhigen, denn wir haben da mal was vorbereitet. Stellt mir den nächsten rein. Aber wehe, da ist jetzt gleich wieder so ein Hannibal Lecter dran oder sowas.
Okay? Ja, okay. Ja. So, da sind wir wieder. Und wir machen auch direkt weiter mit unserem nächsten Anrufer. Wen haben wir denn in der Leitung? Ja, hier ist der Robert. Hallo Robert. Ja, ich habe eine gewisse Vorliebe und ich möchte davon erzählen. Ja, schieß einfach mal los. Ja, wir sind gespannt. Also, ich habe eine Matratze und in dieser Matratze, da ist ein Loch drin. Und manchmal, wenn ich nachts aufwache und einsam bin und ich sehe dieses Loch, dann ziehe ich meinen Schlafanzug aus und dann... Wenn es irgendwas gibt, was schwerer zu verstehen ist, als wie es so eine Sendung ins Fernsehen schafft, dann sind es vielleicht höchstens die Durchsagen von der Deutschen Bahn. Sehr geehrte Damen und Herren, der Reise von Wagner kann der Naturrechnung hat und hat er nicht mal in unserer Zeit sein. Und ich kann dann weiter fahren, wenn ich uns verhängen und dort in Würmen schreiben. Ich habe auch nicht meine Möglichkeiten, also ich muss uns baden und zu nehmen. Und wenn Sie wollen, kann die Reise rein und dann ist hohe Hilfe zurücknehmen. Bitte, weil Sie über den Radsteig hatte. Jetzt mal im Ernst. Komm jetzt zurück. Hey, komm schon, wir sind live auf Sendung. Die Kamera läuft. Fabian, so geht das nicht. Ich sepp da halt so rum und hab halt eine Tierdoku oder sowas gesucht und hab dann auch eine gefunden. Da war dann so ein Affenstamm, aber denen ging's wohl nicht so gut, weil der Vater hat die ganze Zeit rumgebrüllt und die Kinder haben mit ihren eigenen Exkrementen durch die Gegend geworfen und eine Hungersnot gab's wohl auch noch, weil die Mutter gezwungen war, ihr eigenes Junges zu verspeisen. Und dann gucke ich genau hin und sehe, das sind ja gar keine Affen und das ist auch keine Tierdoku, das war mitten im Leben. Da wird der Chef als Praktikant verkleidet und zum Arbeiten in seine eigene Firma geschickt. Mann, das ist ja spannend. Ich meine, es ist ja wirklich nichts Neues, dass das Firmenoberhaupt oftmals keinen Plan hat von dem, was seine Arbeiter unter ihm zu schaffen haben. Somit ist die ganze Sendung nicht nur stinklangweilig, sondern auch noch gefährlich für alle Beteiligten. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen aufgrund einer aktuellen Verkehrslage. An das Fahrzeug mit dem Kennzeichen VSTZ113. Achtung, auf der A81 Stuttgart Richtung Singen kommen Ihnen ca. 800 Falschfahrer entgegen. Andersrum, du Vollidiot! Jetzt sage ich es zum 10. Mal! Was fällt Ihnen ein, mich zu schlagen, Sie Volltrottel? Wissen Sie eigentlich, wen Sie hier vor sich haben? Ja, weiß ich. Ich habe einen Vollpfosten vom Praktikanten vor mir, der es nicht gebacken bekommt, 2 Scheißsätze von einem gottverdammten Zettel abzulesen. Pass du mal lieber auf, wie du mit mir redest. Ach ja? Dann pass jetzt mal gut auf, du nichtsnutziger Hornochse. Ich bin nämlich rein zufällig dein Ach du Scheiße! Fuck! Scheiße, Frank, du hast den Praktikanten umgebracht. Quatsch, der steht gleich wieder auf. Scheiß du dir, der ist verdorben, verdammt! Leute, ruf die Bullen irgendwie! Spinnst du? Wir müssen die Bullen rufen, verdammt nochmal! Ich gebe euch 2 Spinner nicht in den Knast, ich sag raus zu ihr! Es bringt uns einen Scheiß, die Bullen zu rufen! Ich greife dir auf, wenn ihr euch was in der Scheiße lande! Naja, da ist ein bisschen der Biss verloren gegangen, glaube ich. Wo ist denn der düstere, finstere Tatort von früher hin, der in die dunkelsten, modrigsten Abgründe der Kriminalität abgetaucht ist?
Okay, was haben wir hier? Sieht ganz nach dem Parkhaus-Killer aus. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Was wissen wir über das Opfer? Nicht viel. Er hat ihr das ganze Gesicht abgerissen. Und Messerstiche am Körper. Unvorstellbar. Und die ersten Proben sind jetzt im Labor. Aber bis die Ergebnisse kommen, dauert es noch ein Weilchen. Okay. Ja, dann muss ich mal wieder meiner Frau absagen, dass ich nicht zum Abendessen schaffe. Die wird sich mal wieder aufführen. Ein Traum, der mir gefällt. Ein Glücksbärchen sein. Das Beste auf der Welt. Ein Glücksbärchen. Kennen Sie das? Sie gucken so eine Promi-Sendung an und auf einmal fällt Ihnen auf, wer ist das? Die kennt keine Sau. Das liegt aber nicht daran, dass Sie uninformiert sind, sondern einfach daran, dass B, C und D Prominente wie so fiese kleine Köter sind, die manche Menschen als ihr Haustier bezeichnen. Und wenn die nicht gerade laut kläffend um Aufmerksamkeit betteln oder irgendwo in die Öffentlichkeit scheißen, dann nimmt man die halt einfach nicht wahr. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Karl-Marx-Straße ist? Klar, warum soll ich mir auf die Mühe machen und meine Tochter erziehen? Schicke sie halt nach Indien. Die Inder wissen ja, wie man mit Frauen umgeht. Die Leute, die dort anrufen, wählen unsere Regierung. Und wir wundern uns, warum unser Außenminister kein Englisch kann. Da können wir aber froh sein, dass er bei Interviews nicht im Bademantel auftritt und nebenher Chips frisst. Ja, wo sind sie denn, die ganzen Topmodels? Sind wir doch mal ehrlich, sich bei Heidi Klums Rattenfarm zu bewerben, ist für die eigene Modelkarriere ungefähr so hilfreich wie ein Loch im Kopf. Und wenn es überhaupt irgendetwas gibt, was den Leuten noch stärker am Arsch vorbeigeht als Heidi Klums sogenannte Topmodels, dann ist es höchstens der Dosenpfand. Ist immer ein bisschen schwieriger als selbst. Rein. Ja. Fabian. Doch, natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit Psychopathen. Wie wär's denn mal mit dem Scientologen? Oder einem Kinderschänder? Hey. Oder hat irgendjemand die Nummer von dem Typ aus Russland, der Menschen abgeschlachtet und zu Maultaschen verarbeitet hat? Nein? Schade. Hätte mich ja tierisch gern mal mit dem unterhalten. Fabian, um Gottes Willen, jetzt halt endlich mal die Fresse. Das kann's doch nicht sein. Wir sind live auf Sendung. Ja. Jetzt lass den Scheiß und mach weiter. Krieg dich wieder ein! So. Wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Hallo? Mein Name ist Wolfgang. Hallo Wolfgang. Ja, ich wollte nur fragen, ob es okay ist, wenn ich während des Gesprächs masturbiere. Ach, weißt du, Wolfgang, warum eigentlich nicht?
Also dagegen sind Uwe Boll-Filme ja die absoluten Handlungsgranaten. Und ob man es glaubt oder nicht, sogar die erfüllen hin und wieder sogar ihren nützlichen Zweck. Die Erzählerstimme aus diesen ganzen Nazi-Dokus passt exakt auf die Bilder von X-Diaries. Und die Fitch marschierte von Rennen ein und hinterließ dann nichts als ein Bild des Chaos, des Verderbens und der absoluten Fassungslosigkeit. Sie präsentierte das Bild des barbarischen, eklatanten Deutschen, dem absolut nichts heilig ist und hinterher aufsteht wie die Sau vom Thron. Cindy aus Marzahn hat bei Wetten das moderiert? Und ich dachte, nach Samuels Kochunfall wollten die dort schwere Unglücke vermeiden und sie nicht unter Vertrag nehmen. Leider völlig verschenktes Potenzial. Ist so ähnlich wie mit dem Internet. Milliarden von Möglichkeiten. Und was bleibt am Ende übrig? Also Leute, die sich solche Sendekonzepte einfallen lassen dürfen, das müssen dieselben Leute sein, die bei der FSK die Altersfreigaben für Filme vergeben. Nächster Film. Heiße Länder Dauerständer auf Abspritztour mit dem Sextourist. Ab 12. Die haben den Wochenrückblick gerappt. Kein Scheiß, die haben dort den Wochenrückblick gerappt. Und das ist erst der Anfang. Was glauben Sie denn, wie die Sendung zukünftig irgendwann mal aussieht? Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lage in Syrien spitzt sich weiter dramatisch zu. Beide Parteien zeigen sich nach wie vor völlig unversöhnlich und ein Ende der Gefechte scheint nicht in Sicht. Augenzeugenberichten zufolge gleichen die Städte einer einzigen Kriegshölle. Und wir bekommen gerade eine Eilmeldung herein. Daniela Katzenberger hat ein neues Arschgeweih, meine Damen und Herren. Sie haben richtig gehört. Scheiß auf Syrien. Wir berichten live in wenigen Minuten direkt von Daniela Katzenbergers Hinterteil. Bleiben Sie dran, schalten Sie nicht ab und denken Sie immer daran. Das ist das traurigste Programm, das seit dem 11. September 2001 über unsere Bildschirme geflackert ist. Und selbst an dem Tag gab es Leute, die Spaß hatten am Fernsehen schauen. Und der Scheiß war mal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Das ist so ähnlich wie mit dem DLG-Gütesiegel. Das kommt ja auch überall drauf. Also zum Glück habe ich da nur kurz reingesappt, aber das, was ich gesehen habe, das hat mir im Grunde auch schon wieder gereicht. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
zu richtiger Umgang mit Kindern. Wenn Sie alle vorangegangenen Schritte richtig befolgt haben, müsste das Kind inzwischen mit dem Bauch nach unten bewusstlos vor Ihnen liegen. Haben Sie Ihre rechte Hand bereits mit Gleitcreme eingecremt? Gut. Nun ballen Sie eine Faust und führen diese mit leichten, kreisenden, jedoch zielstrebigen Igitt! Ob Sie es glauben oder nicht, aber das tat nicht halb so weh, wie den Geißens zuzugucken. Also wenn es das Ziel dieser Sendungen ist, zu zeigen, dass Probleme immer größer werden, wenn man sich ihnen nicht stellt und am Ende unkontrolliert eskalieren, ja, dann brauchen wir solche Sendungen nicht, denn sowas kann man auch an einem viel leichteren Beispiel erklären. Wow, was haben sich da nicht alle aufgeregt? Eine der Bachelor-Kandidatinnen hat doch tatsächlich in einem Porno mitgespielt. Unglaublich, eine Sendung voller und eine hat doch tatsächlich ein Porno gedreht. Stellen Sie sich mal folgende Werbung vor. Eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, fährt mit ihrem neuen Mercedes in den Urlaub. Plötzlich verliert das Auto ein Rad, der Vater will bremsen, die Bremsen versagen, das Auto fährt in den Graben, es überschlägt sich und die ganze einzelglückliche Familie ist tot. Was ist also die logische Schlussfolgerung für den Zuschauer? Genau, er kauft sich keinen Mercedes. Also ist es ja auch kein Wunder, dass keiner mehr Bock hat, Kinder zu bekommen, wenn in der Glotze die ganze Zeit nur diese Hooligan-Göre zu sehen sind. Sind Sie sich da sicher? Okay, dankeschön. Bis nächste Woche dann. Schatz! Ich bin schwanger! Wir bekommen ein Baby! Ein Baby! Schatz! Ein Baby! Ein Baby! Ist das nicht toll? Ja, das ist ganz toll. Zu den Kurznachrichten. Nach einer Klage des Verbandes Deutscher Sinti und Roma dürfen das in Deutschland beliebte Zigeunerschnitzel und die dazugehörige Zigeunersoße nun nicht mehr als solche bezeichnet werden. Die neuen Betitelungen Sozialfallschnitzel und Migrantensoße sorgen jedoch weiterhin für Skepsis. Der Kurzfilm Wertlos, der letzte Woche im Internet aufgetaucht ist, sorgt weiterhin für Spannungen. Nachdem eine Gruppe wütender Anhänger des Films den Hauptsitz von RTL in Köln niedergebrannt und den Geschäftsführer mit einem Katapult aus der Stadt geschossen haben, wurde seitens RTL nun ein Kopfgeld von 100.000 Euro auf den Filmemacher ausgesetzt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Gute Nachricht für Alkoholiker. US-Wissenschaftlern ist es gelungen, ein Wundermittel gegen die Alkoholsucht zu entwickeln. Demnach müssten Menschen, die unter Alkoholismus leiden,
lediglich einen Tag... Nun, damit wären wir am Ende unserer Geschichte angelangt. Für Alex änderte sich nicht allzu viel. Musste sie auch nicht. Immerhin schien er mit der Gesamtsituation weitgehend zufrieden zu sein. Und jetzt mal unter uns. Wer kann das schon von sich behaupten? Kim dagegen wollte weiterhin für ein besseres Fernsehen kämpfen. Und zwar an vorderster Front. Er wollte von innen heraus operieren. Und so bewarb er sich als Reporter bei einem Boulevardmagazin und wurde auch prompt genommen. Neue Studien belegen, dass die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen in der Hauptstadt Berlin weiter ansteigt. Inzwischen kann beinahe jeder Zweite von einem Vorfall körperlicher Gewalt berichten. Hierzu schalten wir zu unserem Korrespondenten Kim Fiedler nach Berlin. Guten Abend, Herr Fiedler. Viele Grüße zurück ins Studio hier aus Berlin. Hey, du Assi! Herr Fiedler, können Sie uns bereits erste Eindrücke aus der Hauptstadt vermitteln? Ist die Gewalt dort wirklich so unkontrollierbar geworden, wie alle sagen? Ich sehe, wir haben ein paar technische Probleme. Die Unterhaltungsbranche ist hart. Sie kann dir alles geben oder sie kann dir alles nehmen. Oder sie kann dich zur größten Schlampe in der Milchstraße degradieren. Auch wenn wir jetzt hier natürlich keinen Namen nennen wollen. Miley Cyrus. Anders als amerikanische Soldaten starb Kim für die gute Sache. Und er wurde zur Symbolfigur der Wertlosbewegung. Und nur für den Fall, dass sich einige von euch fragen, was nach all dem Trubel nun eigentlich aus mir geworden ist. Naja, ich werde mich erst einmal ins Ausland absetzen. Immerhin ist ein immenses Kopfgeld auf mich angesetzt worden. Und da ich keine Zeit zu verlieren habe und mein Flieger höchstwahrscheinlich schon in den Startlöchern steht, bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke fürs Zusehen, weiterhin prickelnde Fernsehunterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Gentlemen, welcome on board at our Ryanair machine. We hope that... kannst du das lesen? And we hope you enjoy your flight. Have fun! Ladies and gentlemen, we want to remind you that we have no other carriage to save some money, but you can buy a first aid kit for $99 if you want. So we start our landing at the Bahamas. Good luck! خلاخ بخم خم خلاخ رسان خلاخ سان شان خلاخ رسان خلاخ رسان خلاخ رسان خلاخ خلاخ نخلاخ سلام We'll be right back.
out of my head. I like to sing my songs of pain. I like to lie about my sins. It's slowly driving me insane, and it makes me wanna light some fire. I want to wake up from my dream, go for a walk in Wonderland. A bullet flying across the screen, I wanna send this fucking brain back. Start to run. I'm losing. The race has just begun. This Springbok is gonna get you. Könnt ihr die Polizei rufen? Hallo, ich bin in einem Keller.